Regen TV Plus ist jetzt für euch in da. Wir haben hier einen ganz speziellen Anlass. Das ist nämlich der Zunftpott von der Magdalenenzunft. Mir ist der Zunftmeister, der Jürg Hürlemann. Jürg, ganz spezielle Situation, Corona-bedingt, wahre prachtfreie Luftveranstaltung. Was ist der Zunftpott und wie sind wir auf die Idee gekommen, das so zu gestalten? Ja, Sali Dani, danke schön vielmals. Also, Zunftpott, das ist eigentlich Generalversammlung bei einem anderen Verein. Oder? Das ist das Formale, das wir haben. Aber wir haben natürlich nachher auch noch einen festlichen Teil mit Gästen von der Stadt und auch von anderen Talzünften. Und da freuen wir uns drauf. Und warum haben wir es so gemacht? Eben, du hast schon gesagt, Corona-bedingt. Es war letztes Jahr schon so gewesen. Wir haben Glück gehabt, wir haben es durchführen können, auf die Schlosswiese vor der Ruine. Es ist wie eine Landsgemeinde. Liebe Zunftbrüder. Jetzt, was aber auch immer dazu gehört, und ich nehme an, das wird im weiteren Verlauf von oben noch stattfinden, dann nehmen die ja nicht jedes Jahr neue Mitglieder auf, aber dieses Jahr ist es wieder soweit. Das ist richtig, ja. Wir nehmen auch dieses Jahr jetzt, aber nicht immer, aber dieses Jahr nehmen wir gerade 3 aufs Mal. Die haben das Probejahr eigentlich hinter sich. Wir haben ja immer für die Novizen ein Probejahr. Dann schauen wir, ob es beidseitig passt. Und wenn es dann okay ist, wäre das wie heute eigentlich einstimmig jetzt. Gewählt und sind jetzt auch Mitglied ab heute und können an jedem Anlass teilnehmen ab jetzt. Jetzt sehen wir auch, es ist ein ganzer Rahmen, der drumherum gesteckt ist. Wer ist denn da für das Unterhaltungsprogramm zuständig und wie viel freie Hand hat er? Also bei uns ist der Zeremonienmeister, sagt man dem. Der organisiert vor allem den Bot, aber auch viele andere Anlässe. Es ist ein Organisationstalent, der rennt umher. Wir sind sehr froh um ihn und hoffen, dass er das noch lange macht, weil er hat das wirklich sehr gut im Griff. So, und jetzt haben wir den grossen Organisator von dem oben hier, es ist der René Umher. Wie vorher hat schon der Jürg erzählt, René, jetzt muss ich sagen, Feuer und Flamme, Musik und ein riesiges Konzept, das du gemacht hast. Hast du das Gefühl gehabt, du musst die Zunftbrüder mal wieder ein bisschen wecken und ein bisschen rütteln? Ja, los jetzt, nach dem Corona-Jahr habe ich jetzt müssen sagen, jetzt geben wir einen aus, los jetzt. Und jetzt ist es halt kein Jubiläumsjahr, sondern ein ganz gewöhnlicher 54. Jahresbot. Aber jetzt haben wir einen ausgegeben, los jetzt. Sensationell. Jetzt habe ich gesehen, also ich habe noch nie eine Zunft gesehen, wo einen neuen Brunnen nach einem Gogan stellen. Die haben vor die Burg einen riesen Bassin montiert. Warum und wieso? Der Jürg hat schon gesagt, okay, da haben Aufnahmen. Was hat das Bassin mit diesen Aufnahmen zu tun? Los jetzt, dann, es ist ja so, eigentlich sind die Aufnahmen bei einem Brunnen zu Dornach. Aber hier am Schloss Hof oben gibt es ja keinen Brunnen. Also haben wir einen Becki anstellen. Und ein Becki kannst du 1 Kubik oder 2 Kubik, nein, aber wir sind ja im Magdalenenzunft. Wir machen 10 Kubik Mulden, oder? Und jetzt haben wir 10 Kubik Mulden angestellt. Wir haben ganz viele, die uns unterstützt haben und denen danke ich auch sehr, sehr gerne. Aber wir machen etwas Rechts. Wenn wir etwas machen, machen wir es recht. Dann schauen wir zusammen führen zum Abschluss. Du hast das Jubiläumsjahr angesprochen, das wir nicht so haben können begehen, aber die haben Pläne für nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr haben wir das 55-Jährige. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber der, der mich kennt, weiss, wenn ich etwas mache, dann mache ich etwas rechts. Entweder lasse ich es sein oder ich mache es gar nicht. Aber nächstes Jahr machen wir ganz etwas bombastisch. Und die Zunftbrüder und die Gäste, die nicht kommen, à la bonheur, selber die Schuld, ja.